Hallo, liebe Music Store TV-Zuschauer, hallo, liebe Kinder und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Music Store TV. Ich möchte euch heute das neue Fame DD Kitty vorstellen. Viel Spaß! Der Aufbau des Fame DD Kitty Set ist wie bei einem großen Set auch. Wir haben hier ein Pad-Set, das besteht aus dem Snare-Pad, den drei Tom-Pads. Darüber hinaus haben wir hier ein Beckensatzpad, bestehend aus dem Hi-Hat-Pad, dem Crash-Beckenpad und dem Ride-Beckenpad. Der Hi-Hat-Controller als auch das Bass-Drum-Pad sind mit diesen Controllern hier ausgestattet. Der Vorteil dieser Controller ist, dass sie extrem leise sind und man nicht die Nachbarn stört, da sich der Trittschall nicht übertragen kann. Des Weiteren möchte ich mich jetzt mit dem Drum-Rack auseinandersetzen. Der Name ist hier absolut Programm, DD Kitty. Alle Komponenten können hier nochmal kinderleicht verstellt werden. Auch die Pads sind von der Höhe her variabel und auch für die ganz Kleinen ist somit ein idealer Setaufbau möglich. So viel zur Hardware. Jetzt möchte ich auf das Soundmodul zu sprechen kommen. Da bietet das Fame DD Kitty unheimlich viele Features. Wir haben insgesamt 10 vorgefertigte Presets, also 10 verschiedene Schlagzeuge. Und das Soundmodul bietet 108 Sounds, die man auch nochmal individuell belegen kann. Dort kann man halt aus der Sound Library seinen Wunschsound raussuchen. Ich zeige euch das mal anhand der Tom. Ihr seht also, man kann sehr, sehr kreativ sein und wirklich sein eigenes Wunschset konfigurieren. Abgesehen davon bietet das Fame DD Kitty unheimlich viele Lernfunktionen. Anfangen möchte ich mit dem Metronom. Wir können hier zum einen das Metronom ganz klassisch abrufen. Wir können hier noch verschiedene Klicksounds einstellen. Beispielsweise eine Cowbell. Oder einen klassischen Beep-Sound. Des Weiteren haben wir auch noch die Möglichkeit, die Klicklautstärke zu verstellen. Man kann auch noch andere Taktarten eingeben. Wir haben jetzt hier einen Viervierteltakt. Jetzt mal mit einem Dreivierteltakt. Und man kann den Klick auch noch als Double-Time-Funktion einstellen. Jedoch für mich persönlich das absolut schönste Feature bei dem Fame DD Kitty sind die Playalongs. Dort habt ihr die Möglichkeit, zu den Liedern zu spielen und ihr habt hier die Möglichkeit, zum einen die Playalongs mit Schlagzeugspur zu hören. Das zeige ich euch jetzt mal. Und ich kann jetzt die Schlagzeugspur was leiser stellen und somit das Playalong begleiten. Darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, das Metronom anzusteuern. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Play-Alongs, 40 an der Zahl, die man dann sowohl mit als auch ohne Schlagzeugspur hören kann. Das Fame DD Kitty wäre nicht das Fame DD Kitty, wenn wir nicht noch diesen USB-Stick mit dazu packen würden. Auf diesem USB-Stick habt ihr 12 der beliebtesten Kinderlieder. Ihr könnt den USB-Stick an euren Rechner anschließen und dort die Kinderlieder als MP3-Files abspielen und hier über die Aux-In-Buchse ins Soundmodul einspeisen und diese begleiten.
Darüber hinaus habt ihr über die Aux-In-Buchse auch noch die Möglichkeit, externe Soundsquellen anzuschließen, wie beispielsweise CD, MP3-Player oder das Smartphone. Für weitere Informationen zu diesem Fame DD Kiddy Set oder auch anderen Fame Produkten besucht uns doch einfach im Ladengeschäft in Köln oder schaut online vorbei unter www.musicstore.de.